Vor 6 Monaten hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Wir wollen Bilanz ziehen und dabei hilft mir heute unser europapolitischer Sprecher Florian Hahn. Hallo, Herr Hahn. Hallo, grüß Sie. Diese EU-Ratspräsidentschaft, die stand ja unter dem Corona-Vorzeichen. Ja. Wie hat diese Pandemie diese Ratspräsidentschaft eigentlich beeinflusst? Na, ganz gewaltig. Also A, natürlich mal inhaltlich, waren neue Herausforderungen vor denen, die sowieso schon auf dem Tisch lagen, nämlich die Frage, wie Europa auch mit der Pandemie umgeht. Und das Zweite, rein organisatorisch, in der Frage, wie läuft eigentlich so eine Ratspräsidentschaft ab? Normalerweise ist eine Ratspräsidentschaft davon gekennzeichnet, dass ganz viele Veranstaltungen stattfinden in dem Land der Ratspräsidentschaft. Und das konnte natürlich wegen der Pandemie so nicht stattfinden, sondern wie überall haben hauptsächlich virtuelle Videokonferenzen stattgefunden. Und deswegen ist es ganz schön beachtlich, was trotz dieser Einschränkungen alles geleistet wurde. Also erschwerte Bedingungen. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was hat Deutschland erreicht in den letzten 6 Monaten? Deutschland war ziemlich erfolgreich. Man muss dazu sagen, dass wir auch ganz schön große Aufgaben sozusagen rübergeschoben bekommen haben, die vorher nicht gelöst werden konnten. Beispielsweise die Frage, wie eigentlich der mehrjährige Finanzrahmen aussieht. Das heißt, der Haushalt Europas für die nächsten 7 Jahre. Da hat man schon viele Monate und Jahre, kann man sagen, vorher dran rumgedoktert. Da gab es nie eine Einigung. Und das war ein Paukenschlag gleich am Anfang der Ratspräsidentschaft, dass es der Bundeskanzlerin gelungen ist, hier ein Paket zu schnüren, mit dem alle einverstanden waren. Eingeschlossen eines sogenannten Wiederaufbaufonds, der eben zur Pandemiebekämpfung dann da ist, beziehungsweise damit wir, wenn die Pandemie vorbei ist, wirtschaftlich gesamt als Europa wieder ordentlich auf die Beine kommen. Und wie geht es jetzt weiter ab Januar? Gab es Punkte, wo Deutschland Akzente gesetzt hat, wo jetzt weiter dran gearbeitet wird? Naja, also jetzt wird der Haushalt entsprechend verabschiedet, dass die Gelder können fließen für die tatsächlich aus dem Wiederaufbaufonds. Das ist schon mal ganz wichtig. Und wir haben auch noch erreicht, das war auch das Verhandlungsgeschick der Bundeskanzlerin. Wir haben auch erreicht, beispielsweise mit den Sanktionen, den neuen gegen die Türkei, dass die Türkei in einem Gasstreit erstmal eingelenkt hat und großes Interesse hat, dass man hier wieder mit Europa zu einer Einigung kommt. Dann danke ich Ihnen sehr für die Bilanz. Wenn Sie noch mehr erfahren wollen zum Thema Europa, schauen Sie mal auf unsere Website oder auf unsere Social-Media-Kanäle. Da haben wir noch ganz viel Infomaterial, Videos und Grafiken. Schauen Sie gerne mal vorbei.